Herzlich willkommen zum österlichen Klangwort der digitalen Gemeinde Icker. Dieser geistlich-musikalische Impuls wurde gemeinsam von Wolfgang Lagemann, Michael Schmoll und mir, Eleonore Reuter, gestaltet. Das Grab ist leer, der Held erwacht. Mit diesen Worten beginnt ein beliebtes Osterlied. Mit Inbrunst geschmettert wird es zum Triumphgesang. Reiner Osterjubel, ohne Zögern oder Skepsis. Da haben Fragen oder gar Zweifel keinen Platz. Andererseits bröckelt diese Sicherheit. Nach einer Umfrage von 2019 stimmt nur etwa jeder fünfte Deutsche der Aussage zu, Jesus ist leibhaftig von den Toten auferstanden. Und das gilt beileibe nicht nur für Nichtchristen. Auch von den katholischen Befragten stimmte nur 28% dieser Aussage zu. Vor diesem Hintergrund möchte ich Sie einladen, Ihren eigenen Fragen Raum zu geben. Was meinen Sie ganz persönlich, wenn Sie Ostern feiern? Was heißt es für Sie, wenn jemand an Auferstehung glaubt? Vielleicht hilft es, in der Bibel nach Antworten zu suchen und die Antworten von damals mit den Fragen von heute zu konfrontieren. Markus, das älteste Evangelium, erzählt so von Ostern. Als der Sabbat vorbei war, kauften Maria aus Magdala, Maria, die Mutter von Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Sehr früh am ersten Tag, bei Sonnenaufgang, gingen sie zum Grab. Sie sagten zueinander, »Wer wird den Stein vom Eingang des Grabes wegrollen?« Als sie aufblickten, sahen sie, dass der Stein schon weggerollt war. Er war nämlich sehr groß. Sie gingen in die Grabkammer hinein. Da sahen sie einen jungen Mann, der saß rechts und trug ein weißes Gewand. Sie erschraken. Aber er sagte zu ihnen, »Erschreckt nicht!« Ihr sucht Jesus aus Nazareth, den Gekreuzigten. Der ist aufgeweckt worden, der ist nicht hier. Seht die Stelle, wo sie ihn hingelegt haben. Auf, geht, sagt seinen Jüngern und Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Da gingen sie hinaus, fliehend, weg vom Grab, denn sie waren außer sich und zitterten. Sie sagten niemandem etwas, weil sie sich fürchteten. So endet das Markus-Evangelium.
Kein Triumph, kein Freudengesang, stattdessen Erschrecken und Flucht, Entsetzen und Furcht. Welch ein Kontrast zu den Osterliedern. Die Frauen kommen mit ihren Erinnerungen und Sorgen zum Grab. Doch dann ist alles anders. Ein Mann im Grab, am Gewand als Engel zu erkennen. In der Bibel deuten Engel Situationen als Zeiten und Orte der Gotteserfahrung. Auch hier können die Frauen nur mit seiner Hilfe verstehen, dass die Auferstehung der Toten, die sie am Ende der Zeit erwarten, hier und jetzt schon stattgefunden hat. Die Reaktion der Frauen ist gut verständlich. Wer so unerwartet Gottes Gegenwart spürt, erschrickt und braucht Zeit, um sich zu sortieren und erzählt auch nicht gleich davon. Die Tatsache aber, dass es diesen Text gibt, beweist, dass die Frauen den Verkündigungsauftrag erfüllt haben. Die ersten Christen standen vor der Aufgabe, das Unbegreifliche Neue in Worte zu kleiden. Die Evangelisten müssen Bilder finden, um von der Auferstehung zu erzählen. Sie tun das, indem sie von Erfahrungen der Menschen erzählen. Den Schlüsselsatz spricht der Engel: Der Gekreuzigte ist aufgeweckt worden. Das verwendete griechische Wort bedeutet aufrichten und wecken und bezieht sich auf das ganz alltägliche Wachwerden. Als die Menschen von Gottes schöpferischem Handeln an den Toten sprechen wollten, benutzten sie Wachwerden und Aufstehen als Bilder. Das passte, weil man im Grab liegt und Schlaf ein beschönigendes Wort für Tod ist. Es sind nur zwei Buchstaben. Aber wenn aus aufwecken auferwecken wird, ist der Bezug zum Alltag weg. Weil niemand ganz genau weiß, was Gott tut, sagte man lieber, er ist geweckt worden, statt Gott hat ihn geweckt. Die Initiative aber liegt immer vollständig bei Gott. Der Engel schickt alle zurück nach Galiläa, zurück auf Start. Der erste Satz der Verkündigung Jesu hatte gelautet: Die Zeit ist erfüllt. Das Gottesreich steht unmittelbar bevor. Diesen Satz hat Gott nun mit Jesu Auferweckung bestätigt. Der Ermordete lebt. Nicht die Gewalt und nicht der Tod haben das letzte Wort. Das letzte Wort spricht Gott und es lautet Leben und Liebe. Jeden Tag stehen wir auf. Jeden Tag können wir auferstehen. Immer, wenn etwas ganz gut wird, immer wenn Nähe entsteht, immer wenn es hell wird in uns. Manchmal ist Ostern Triumphgesang. Viel häufiger ist Ostern eine leise Melodie, die vom Leben klingt und in uns die Sehnsucht nach dem anderen Leben stillt.
Wir wünschen Ihnen gute österliche Erfahrungen.